Hey Leute, Meyamo Conny! Und heute zeige ich euch, wer in Roblox Studio Teamausrüstung hinzufügt. Um etwas genauer zu sein, Lini01 hat kommentiert: Ich habe eine Frage. Kannst du ein Tutorial machen, dass wenn man bei einem Team beitritt, automatisch diese Kleidung anhat und auch automatisch diese Dinge im Inventar hat? Wäre super nett von dir. Und genau das mache ich jetzt. Ich habe schon mal ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie man hier so Teams zum Spiel hinzufügt. Und dann kann man so auf Spawns klicken, dann ist man Feuerwehrmann. Und ihr seht, habe ich jetzt auch Teamausrüstung hinzugefügt, die an meinem Charakter jetzt nicht ganz so gut rüberkommen, weil ich Layered Clothing trage. Ich ziehe die einmal kurz aus. Hier, orange Jacke kommt aus. Hose kommt aus. Rest kann ich anlassen. Jetzt seht ihr, ich bin ein Feuerwehrmann. Oder wenn ich hier rüber gehe, werde ich ein Polizist. Und dann trage ich die Polizeiuniform. Oder ich kann ein Gärtner werden. Mit dem viel zu kurzen Cardigan. Meinetwegen. Oder natürlich auch Arztausrüstung. Natürlich auch immer mit dem entsprechenden Equipment hier. Oder ich kann einfach wieder Zivilist werden. Dann kriege ich mein normales Outfit und ein Handy. Wie man diese ganzen Teams hier zum Spielen hinzufügt, das mit den Team-Spawns macht, das habe ich ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Dementsprechend könnt ihr jetzt oben auf das i klicken, falls ihr das noch nicht habt. Ich zeige euch nur, wie man das mit der Team-Ausrüstung macht. Und das Ganze habe ich gerade eben noch ziemlich schnell zusammengeschustert. Was bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht das effektivste Skript sein wird und wahrscheinlich auch nicht 100% fehlerfrei sein wird, aber es wird erstmal funktionieren. Und da es ja unabhängig von meinem System hier funktionieren soll, das wir hier ja bereits haben, habe ich hier ein Team-Equipment-Skript zum Server-Script-Service hinzugefügt, das komplett unabhängig läuft. Zuallererst brauchen wir natürlich ein paar Services. Und die Services, die wir brauchen, sind der Collection Service, der Player Service, der Team Service und der Server Storage. Der Collection Service wird verwendet, um zu merken, welche Teamausrüstung welcher Spieler schon anhat. Players halt, um Zugriff auf die Spieler zu bekommen, Team für Zugriff auf die Teams. Und Server Storage, weil wir natürlich unsere Teamausrüstung auch noch brauchen. Und dafür habe ich hier einen Teamausrüstungsfolder. In dem Folder sind für jedes Team, das ich habe, einfach Ausrüstungssachen drin. Heißt Pants, Shirts, Tools oder Accessories, die man dann halt bekommt, wenn man dem bestimmten Team beitritt. Die könnt ihr euch selber machen. Wie gesagt, ihr habt einfach einen Folder. Da drin sind weitere Folder. Die Folder heißen so, wie die Teams heißen. Und in dem Folder sind dann die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Falls ihr nicht so ganz wisst, wie das mit der Ausrüstung funktioniert, ihr könnt hier oben auf Avatar gehen, dann auf Rig Builder, A15 und Mesh Rig. Dann wird halt ein Mesh Rig zu eurem Spiel hinzugefügt. Dann könnt ihr einmal gucken, wie das aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Polizei gehe, habe ich hier Pants und Shirts. Wenn ich die kopiere, auf das Mesh gehe und Steuerung Umschalt V drücke, dann seht ihr, wird ihm das direkt angezogen. So einfach ist das, man muss es einfach nur in den Charakter reinpacken. Dasselbe gilt dann auch für Accessories und auch für Tools. Wenn ich die kopiere und dem Dummy einfach gebe, dann trägt er die automatisch. Roblox macht den Rest automatisch, ihr müsst ihn nur in den Charakter packen. Und so sieht dann ein Polizist mit dem Team-Outfit aus. Den mache ich mal wieder weg. Und der Folder namens Team-Ausrüstung kommt in den Server-Storage. Jetzt müssen wir uns den Team-Ausrüstungsfolder holen. Dafür gehen wir jetzt zwei Zeilen runter und schreiben hier Team-Equip ist gleich Server-Storage, Doppelpunkt, Wait-for-Child, Team-Ausrüstung. Und jetzt brauchen wir eine Funktion, die dann halt auch dem Spieler seine Ausrüstung gibt, wenn er einem neuen Team beitritt. Und die nennen wir dann Team-Changed. Nimmt das als Argument den Spieler und was sie machen soll, entfernt das alte Team-Equipment, gibt dem Spieler seine Ausrüstung für das neue Team. Und das ist alles, was die Funktion machen soll. Die schreiben wir aber erstmal später. Wir werden jetzt erstmal die Funktion richtig connecten. Dafür gehen wir mal hier runter. Und ich zeige euch, wie ihr das connectet. Ihr müsst Team-Changed an jedes einzelne Team connecten. Das heißt, wir schreiben hier for-team in Teams, Doppelpunkt get team do, team.playeredit, Doppelpunkt connect Team-Changed. Und so ist es connected. Wir haben ja ein anderes System, das erstmal die Teams erstellt. Das heißt, ich schlage euch vor, dass wir noch ein bisschen warten. Ich mache hier mal eine Sekunde rein, die wir warten, bis die Teams auch wirklich erstellt wurden von dem anderen System. Wenn ihr wollt, könnt ihr das hier natürlich auch in euer Teamsystem integrieren, dann müsst ihr nicht warten. Dann habt ihr nicht das Problem, das wir dann haben. Weil wenn wir hier warten, kann es ja sein, dass ein Spieler dem Spiel beitritt und ein Team zugeteilt bekommt, bevor das hier connected ist. Und dafür müssen wir dann nochmal durch alle Spieler durchloopen. Und das würde dann so aussehen. Für unterstrich Komma Spieler, Player in Players get Players, do coroutine.rap Team Changed Spieler. Damit wird dann für alle Spieler, die bereits beigetreten sind, einmal die Team Changed Funktion ausgeführt. Und dann kriegt er sein Equipment. Eine Funktion, die wir aber auch brauchen, ist eine Player-Edit-Funktion, weil wenn der Spieler stirbt, muss man ihm erstmal seine Teamausrüstung wieder wegnehmen und danach respawnt er ja auch wieder und dann muss man ihm halt wieder neues Equipment geben und dafür nutzen wir dann die Player-Edit-Funktion, die wir dann Character-Edit connecten. Das heißt, hier oben bei den Funktionen schreiben wir noch eine Funktion namens Player-Edit und hier connecten wir dann einmal an Character-Edit die Team-Changed-Funktion. Das heißt, Spieler.CharacterEdit:Connect, dann warten wir einmal, bis die Character-Experience loaded ist, für den Fall, dass sie noch nicht geladen ist.
und callen dann Team Changed für den Spieler. Und da wir hier im Player Edit Team Changed drin haben, brauchen wir hier unten gar nicht Team Changed callen, sondern macht es viel mehr Sinn, dass wir hier unten stattdessen Player Edit callen. Dann kommentieren wir das noch einmal schön so und connecten natürlich Player Edit auch noch an das richtige Player Edit Event von Players. Das heißt, wenn ein Spieler dem Spiel beitritt, wird Player Edit ausgeführt und für alle Spieler, die bereits beigetreten sind, wird es auch einmal ausgeführt. Und dann haben wir unten unsere Connections alle fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Funktionen schreiben. Und wenn ein Spieler einem neuen Team beitritt, brauchen wir erstmal das Team. Die Team Changed Funktion gibt uns nicht das Team, aber das Team finden wir ziemlich leicht raus, indem wir einfach schreiben, Team ist gleich Spieler.team. Fertig. Und dann brauchen wir natürlich für jeden Spieler nochmal seinen Character und sein Backpack, um ihm die Ausrüstung auch geben zu können. Schreiben wir hier immer hin. So, Local Character ist gleich Spieler.Character, Local Backpack ist gleich Spieler.Backpack. Das Leben kann so einfach sein, aber leider ist es nicht immer so einfach. Manchmal ist der Character nicht da, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen haben wir hier zwei Herangehensweisen. Wenn der Spieler einem neuen Team beitritt, wird der Character Edit gecallt. Wenn der Character aber noch nicht da ist, dann ist der Character wahrscheinlich noch nicht gespawnt. Und dann wird wahrscheinlich nochmal Character Edit ausgeführt, was wir... Oh, ich habe das hier unten geschrieben. Mist. Hier kommt das natürlich rein. Was natürlich hier sowieso schon an Team Changed connected wird. Und wir wollen es ja nicht unbedingt zweimal callen. Dementsprechend würde ich sagen, wenn wir den Character oder den Backpack nicht haben, dann returnen wir lieber. So wie hier, wenn der Spieler kein Backpack hat, warum hat der Spieler kein Backpack? Das frage ich mich auch, weil jeder Spieler sollte theoretisch ein Backpack haben, glaube ich. Ihr könntet natürlich, wenn ihr das Ganze anders connected habt, auch warten, bis der Character da ist. Es würde dann ungefähr so aussehen, if not character, then repeat task.grade, character ist gleich Spieler.character, until character or not Spieler.parrot, wenn nicht Spieler.parrot, dann hat der Spieler das Spiel verlassen, dann returnen wir. Andernfalls haben wir jetzt den Charakter. Das könnten wir machen. Wir können es aber auch wirklich so machen wie hier. Und ich glaube, wir machen es dann auch wirklich lieber wie hier und sagen dann or not character, then in Backpack oder keinen Charakter. Tja, wir machen den Wahn einfach mal raus. So. Jetzt brauchen wir natürlich die richtige Ausrüstung für das Team. Dafür schreiben wir hier unten einmal, Team Equip ist gleich Team Equip, Doppelpunkt, Find First Child, Team.Name. Wir überschreiben damit die lokale Funktion Team Equip hier in diesem lokalen Scope mit einer neuen Variable. Und zwar Team.Name, Team Equip, was auch immer. Und falls wir das nicht finden, schreiben wir hier, if not Team Equip, dann returnen wir. Ich schlage euch vor, schreibt hier mal den Wahn für das Team. Team wurde keine Ausrüstung bereitgestellt. Das kommt dann vor, wenn ihr natürlich den Folder im ServerScript-Service nicht genauso genannt habt wie das Team oder halt keine Ausrüstung für das Team habt. Und jetzt müssen wir dem Spieler noch die Team-Ausrüstung geben. Das machen wir dann mit einem For-Loop. For unterstrich, Zeug. In Team Equip Get Children Do. Und jetzt müssen wir dem Spieler das einfach geben. Das geht in der Theorie sehr einfach und zwar so. Neues Zeug ist gleich Zeug Doppelpunkt Clone und dann neues Zeug.parent ist gleich if neues Zeug is a tool, then backpack else character. Weil wenn wir dem Spieler jetzt ein Tool geben, zum Beispiel ein Polizist kriegt eine Waffe oder ein Feuerwehrmann bekommt einen Feuerlöscher, dann könnte man das in den Character packen und dann hat das direkt ausgerüstet. Aber wenn wir mehrere Tools haben, können wir nicht mehrere Tools gleichzeitig ausrüsten. Dementsprechend packen wir es lieber in den Backpack dann rein, damit die Spieler selbst auswählen können, wann sie ihre Tools ausrüsten und wann nicht. Aber wenn der Spieler jetzt das Team wechselt, dann behält er ja noch seine Teamausrüstung. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Funktion schreiben, die dem Spieler seine Ausrüstung wegnimmt, wenn er sein Team verlässt. Und um herauszufinden, welche Ausrüstung zu seinem alten Team gehört, nutzen wir den Collection Service. Wir geben jetzt jedem einzelnen Tool, das wir dem Spieler geben, einen Tag. Und zwar, indem wir schreiben Collection Doppelpunkt Add Tag auf das neue Zeug. Mit dem Namen Teamausrüstung unterstrich und dann die Spieler.UserID, damit jeder Spieler seinen eigenen Tag für seine Teamausrüstung bekommt. Dann müssen wir dem Spieler noch seine alte Ausrüstung wegnehmen. Das machen wir ganz oben, indem wir uns erstmal alle getaggten Sachen holen. Ganz am Anfang der Funktion schreiben wir Local Equip ist gleich Collection Doppelpunkt Get Tagged, dann halt wieder dieser Tag, den wir hier unten vergeben haben. Und dann müssen wir ihm die alte Ausrüstung wegnehmen. Und ich würde sagen, das machen wir hier unten, wenn wir schon Character und auch schon Backpack haben. Einfach durch alles wieder durchloopen. Unterstrich, Komma, Zeug in Equip Do, Zeug Destroy. Und dann ist die alte Ausrüstung weg. Jetzt haben wir noch ein Problem. Die meisten Spieler tragen Hosen. Die meisten Spieler tragen Shirts. Und wenn sie schon Shirts und Hosen tragen, kann man ihnen keine neuen Shirts und Hosen geben. Man muss ihnen erstmal die alten Sachen ausziehen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar hier direkt im Loop. Dafür schreiben wir hier, if Zeug is a pants, then local Hose ist gleich Character Doppelpunkt Find First Child Pants.
Das heißt, wir suchen jetzt im Charakter, ob er denn eine Hose trägt. Und wenn er schon eine Hose trägt, dann wird der Parent jetzt zum Spieler, weil mir nichts anderes eingefallen ist in dem Fall. Und dasselbe machen wir dann auch mit dem Shirt. Das heißt, wir ziehen ihm seine Hose und wir ziehen auch sein Shirt aus und packen es dann in den Spieler rein. Da liegt es dann erstmal so lange, wie wir es nicht brauchen. Hier oben wird ja die alte Ausrüstung zerstört. Und wir müssen nicht nur die alte Ausrüstung zerstören, wir sollten ihn am besten seine alte Hose und sein altes Shirt auch wieder anziehen, damit der Spieler nicht nackt dasteht. Und dementsprechend suchen wir dann einfach im Spieler nach einer Hose und nach einem Shirt. Und wenn wir sie finden, geben wir sie ihm wieder zurück. Das machen wir dann hier am besten. Local Hose ist gleich Spieler, Doppelpunkt Find First Child, which is a pants. Und wenn wir eine Hose gefunden haben, wird Hose.parent wieder der Charakter. Das heißt, der Spieler kriegt seine Hose zurück und hier kriegt der Spieler auch wieder sein Shirt zurück. Wenn ich mich nicht irre, sollte diese Funktion jetzt fertig sein. Es gibt nur noch eine Sache, die wir beachten müssen. Und zwar, wenn der Spieler, der seine Hose und sein Shirt ausgezogen hat, stirbt, dann bleiben die Hose und sein Shirt ja immer noch im Player drin liegen, weil der Player wird ja nicht zurückgesetzt. Das heißt, dann müssen wir selbstständig die Hose und das Shirt nochmal aus dem Spieler löschen. Und das connecten wir hier unten in die Player-Edit-Funktion rein. Und zwar an Character Removing. Gehen wir einfach mal runter, schreiben hier Spieler.CharacterRemoving, Doppelpunkt Connect Function. Und dann schreiben wir einmal fast genau das gleiche rein, nur dass wir diesmal die Hose und das Shirt zerstören, weil der Character ja auch zerstört wurde. Ich glaube, das sollte jetzt so ungefähr funktionieren. Zumindest hoffe ich das. Wir drücken jetzt einmal auf Play, um zu gucken, ob das Ganze so klappt. Ich werde wieder dem Zivilistenteam zugeordnet, habe mein Handy als Ausrüstung für die Zivilisten, aber ich gehe jetzt einfach mal der Feuerwehr beitreten, dann wird mir mein Handy weggenommen und ich habe jetzt diesen Feuerwehrhut und diese Feuerwehruniform unter meiner normalen Kleidung drunter. Ich springe mal runter, um mich zu töten und spawne wieder und habe auch wieder meine Feuerwehrausrüstung an. Wenn ich dann auf Players gehe und dann auf Roblox Conny, seht ihr hier meine alte Hose und mein altes Shirt, die sind hier abgelegt, ihr könnt die woanders ablegen. Mir ist halt nur nichts Besseres in dem Fall eingefallen, wo die Sachen halt auch halbwegs sicher rumliegen. Und wenn ich dann wieder auf Polizeiteam beitreten gehe, dann haben wir hier mein Polizeioutfit. Ich kann auch wieder zum Zivilistenteam rüber wechseln. So. Und dann wird mein altes Shirt mir wieder angezogen. Das heißt, ich werde nicht nackt. Falls es mit dem System noch irgendwelche Probleme gibt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe das jetzt ziemlich schnell zusammengeschustert und jetzt mir nicht so viel Gedanken dazu gemacht. Ihr könnt es natürlich wie immer von meinem Discord-Server einfach runterladen, wenn ihr Kanalmitglied Tier 2 oder höher seid. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!